Es ist Dienstag, jawoll, und es geht wieder weiter bei Far Cry 4, dem geilsten Game ever. Und da fängt die Folge schon gut an. Halt, markieren, schnell. Ja. Okay. So. Das Jagen ist hier echt viel einfacher. Ich glaube, das ist eine Ziege, oder? Ja. Ah, oh, Mann. Ich glaube aber, ich brauche nur eins. Ja. Wunderbar. So, Waffengurt, Munitionsbeutel lassen wir auch nochmal. Was brauchen wir für? 3 Baralfeld, das nehmen wir direkt auch mit. So, hier haben wir eins, da haben wir eins. Na gut. Das letzte finden wir auch noch. Komm, ich hab's gesehen. Na gut. Ich höre einen Adler schon wieder. Oh, das lief gerade super flüssig. Das ist nur Munitionsverschwendung. Den kriegt man nicht. Oh. Doch, jetzt habe ich ihn. Auch ein Riesenvieh eigentlich, gell? Nein! Doch, da oben. Wo läufst du denn hin? Bleib doch hier, ich will dich nur töten. Komm schon! Ich dachte, da ist was gelaufen. Sehr schön. Wie am Schnürchen läuft das. So. Was auch noch geil gewesen wäre in der Curate-Edition, wenn man das Messer von Far Cry 4 noch bekommen hätte. Zwar vielleicht in Plastik, muss kein echtes sein. Aber das wäre auch noch ganz geil gewesen. Haben wir schon alles, was wir brauchen? Köderbeutel. Nein, 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 nein. Eins brauchen wir noch. Sind wir überhaupt noch in dem Gebiet? Ja, sind wir noch. Ein Rabe. Aber ich glaube, die greifen eher nicht so an. Ah, Freunde, hallo. Und nochmal. Na. Komm. Hopp. So, wo ist es? Baral, 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 Baral. Wo haben wir es denn? Wo ist es? Where is it? Da ist es. Nee. Nee. Ist das eins? Nee. Hä, bin ich jetzt blöd? Nasenbären? Jawohl.
Kann nicht verkehrt sein. Beschädigtes Fell? Toll. Also mit Granaten ausräuchern ist nicht so. Nee. Schade. Bei Far Cry 3 hat das geklappt. Oh, die Musik ist auch so schön. Auf so Akustikmusik stehe ich ja, gerade so, wenn man alles spannen will. So, da unten rennt eins. Du bist mir. Vorsichtig. So, wunderbar. Komm her, mein Kleiner. So. Barreifel. So, jetzt können wir hier mal... Wunderbar. Nepardafell. Nebelpardafell. Gut. So, Munitionsbeutel haben wir auch. Wir haben ein bisschen mehr Kohle. Und was werde ich jetzt damit machen? Ganz genau. Wir können dann mal diese Mission erledigen. Den Funkturm machen wir noch. Wir können die zwei Sachen machen. Also reisen wir mal dahin. Dann geht's langsam zum L. Nächste Folge, übernächste wahrscheinlich. Wir wissen ja, wie lange der Shit hier dauert, ne? Oh, mal was trinke hier, schon. Ah, oh, ist das schön. Ich muss mal gleich gucken, wenn mir Sunset Overdrive ganz gut gefällt, mache ich vielleicht davon auch noch ein LP. Weil ich sag mal, ich brauche mal langsam etwas. So, wir haben immer noch ganz schön viel Money. Und ich würde mal sagen, wir holen uns mal was Schönes hier, ne? Warum kann ich hier kein... Oder ist das, wenn ich Dingensen hier, Fähigkeiten... Irgendwie ruhige Hand oder sowas. Was haben wir da? Berge versetzen? Treffsicherheit der meisten Waffen. Schießen aus der Hüfte. Allzeit bereit. Waffen wechseln. Sofort nach einem Takedown F halten, um die Leiche zu packen und wegzuziehen. Ja, nee. Atemkontrolle nonstop. Also so ganz verstehe ich das noch nicht. Ah, hier haben wir. Hier haben wir anscheinend Visiere. Komm, das gute Stück kaufen wir. Jawohl. Die ersetzen wir mal für die AK. Nehmen auch gleich mal Rotpunktvisier dazu. Und das erweiterte Magazin können wir uns auch noch locker leisten. Wir haben so viel Rupien. Und eine Farbe können wir uns. Schwarz. Irgendwas Helles wäre nicht schlecht. Wir haben nur die Stück. Nehmen das. Festland. So. Also die AK unterstützt gar keine Visiere. Darauf muss man jetzt also auch noch achten. Na also, das sieht doch besser aus. Gut, dann geht's zum ersten Außenposten da unten. Dann zu dem hier und dann geht's, denke ich mal, zu dem Glockenturm. So, rüber und los geht's. Erstmal hier mit unserer Kutsche. Ja. Hat's hier eigentlich schon mal geregnet? Brüder und Schwestern, die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben hart gekämpft, um ihn zu sichern. Jetzt oh. Kämpft um ihn zu erhalten. Scharfschütze, Hilfe. Fuck! Alter! Nicht schlecht. Kämpf weiter!
euch leid lassen. So. Ich glaube, das war ein bisschen zu spät, was wir gemacht haben. Ich komme nicht mehr an die Truhe. Scheiße. Nein, da war. Jetzt. Wow, Fernbedienung, geil. Oh. Oh. Ah, ein Poster. Na. Weg. Und hier noch die Kiste. Weiter geht's. Das ist jetzt eigentlich meine erste richtig ausgerüstete Waffe, ne? Kopfschuss. Oh, noch so viel schöne Munition. Alter, Hurensohn. Dreckskerl. Ah, knack. Noch weiter heilen. Schön heilen. Ich fand das runde Gesundheitsfeld viel besser bei Far Cry 3. Gefällt mir einfach vom Design her besser. So. Da oben. Ich laufe einfach nur mit einer Waffe durch den Wald. Beziehungsweise durch die Berge. Hallo? So, was haben wir hier? Tempel? Oh, Geld. 1000 Rupien. Ein Bogen. Auf den Bogen freue ich mich auch schon. Ah, wunderbar, da können wir hoch. Ah, hoppla. Unterhemd. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Angriff von oben. Oh, das ist was Großes. Das wäre so geil zum Snipern hier. Ah, oh, das ist viel nervt. Viel haben wir aber nicht, ne? Das sieht aber, glaube ich, nur so aus. Vorsicht. Jawohl. Den Kollege erwischen wir ganz leise. Shit. So, V. Na. Also das ist echt scheiße. Alter. Was?
Och nee. Boah. Da wirft der Arsch eine Granate da hoch. Und die scheiß Bienen, ey. Wie gemein. Boah. Echt jetzt? Danke, Leute. Nein! Nein! Ah, fuck, wie gemein. Ja gut, passiert, was soll man machen? Shit! Shit! Also das ist echt behindert. Kann ich da in der Steuerung irgendwie was ändern? Ja, ja, doch. Koop-Menü. C4, Köderwurfmesser, bla bla bla. Waffe, 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 Waffe. Heilen, interagieren, Hocke, Spricken. Nein. Gibt's keine Tastenkürze hierfür? Na gut. Also gut, der Kollege guckt. Was ist das denn? Ach so, das normale, das Feuer da. Oder soll ich mal probieren, nehmen wir ein Wurfmesser. Was? Nein! Geh weg! Ganz leise. So, das... Wo ist das Bienennest? Da. So. Verstärkung ist auf dem Weg. Wunderbar. So. Schlecht geschossen. Richtig schlecht. Also, Mann! Auf, komm, Kumpel!
Drecksack! Hm, na? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ja, dann hilf mir! Wo ist er? Ja, auf los! Niemand wird um dich trauern! Alarm und Hut! Gib auf und du bekommst einen schnellen Tod! Oh, ein Elefant. Ziegelfabrik, ABT Transport. Abteilung Transport. Alter. Fetter Elefant. Neue Aktivität. Alter. Ein Zettel. RA-Memo, Fahrzeugüberprüfung. Wir möchten alle Fahrer daran erinnern, dass die Wartung der Fahrzeuge in eurer Verantwortung liegt. Ihr habt das nötige Werkzeug, um es... Was? Gott. Ihr habt das nötige Werkzeug und es ist immerhin eine Wissenschaft. Keine Wissenschaft. Ja gut, Auto reparieren ist nicht so... Es können halt, ne? In der nächsten Woche werden wir stichprobenmäßig Überprüfung durchführen. Jedem, dessen Truck nicht den Vorschriften entspricht, hat Nora einen Ehrenplatz in der Senath Arena versprochen. Oder um mich rum fliegen schon Bienen. Dieses Drecksbienennest. So. Ich bin froh, dass endlich jemand die Initiative übernimmt. Hey! Alter, ich war 3 Kilometer weg. Da fuck, ich war 4 Kilometer weit weg und der trifft? Oh. So ein Drecksköter nicht fertig, ey. Blöde Otze. So. Nächster Außenposten. Ja, mach mal. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns am Mittwochabend. Einnehmen der Festung, ne? Beziehungsweise des Außenpostens, dass wir den definitiv besser laufen können. Ich will das nächste Mal gucken, hat die eigentlich einen Alarm? Ich habe jetzt da keinen Alarm jetzt direkt gesehen. Ich kann auch da eine schon, ja. Also man sieht, Auskundschaften der Außenposten lohnt sich. Ha 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 ha!